Hallo und willkommen zu einem weiteren kleinen Video aus unserer Reihe Let's Play Along. Ich begrüße euch. Ja, der heutige Kandidat, wie ihr wahrscheinlich auch schon selbst lesen könnt, ist hier Little Inferno. Und ich wünschte wirklich, ich könnte euch zu diesem Spiel irgendetwas erzählen. Kann ich leider nicht. Das Problem dabei ist, dass ich dieses Spiel gestern in meinem Inventar gefunden habe, beziehungsweise vorgefunden habe auf Steam. Das heißt, mir wurde dieses Spiel geschenkt. Warum und weshalb, weiß ich nicht. Ich werde natürlich jetzt auch nicht den Namen nennen, beziehungsweise eigentlich wäre es egal, kennt ihr ja ohnehin niemand. Nein, aber ganz ehrlich, ich kann euch leider nichts erzählen, da ich über dieses Spiel eigentlich nichts weiß. Es wäre völlig an mir vorbeigegangen und ich habe mir dann auch die Spielbeschreibung kurz mal durchgelesen und ich muss sagen, aufgrund dieser Beschreibung hätte ich mir dieses Spiel wahrscheinlich auch nie und nimmer selbst gekauft. Nee, ganz ehrlich, denn was ich gelesen habe, ist es scheinbar so, dass man in diesem Spiel einzig und alleine das Ziel hat, diverse Sachen zu verbrennen, um sich warm zu halten. Ja, es scheint so, als drohe die Welt zu erfrieren da draußen und wir haben in diesem Spiel scheinbar nicht mehr als einen Kamin und zig Sachen, die wir verbrennen können. Ja, klingt komisch, ist aber so. Ja, und wie das Ganze aussieht, werde ich euch eben jetzt in diesem Let's Play Along zeigen. 10, 15, maximal 20 Minuten, wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass das Spiel nach 5 Minuten vorbei sein könnte. Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was mich etwas positiv stimmt, oder stimmen könnte, ist die Tatsache, dass dieses Spiel von denselben Machern entwickelt wurde, die hier auch für World of Goo verantwortlich waren. Ja, wer dieses Spiel kennt, der weiß, dass das Spiel sehr, sehr gut war und immer noch ist. Wer es nicht kennt, sollte das unbedingt nachholen. Es ist ein absolut tolles Denk-Knobel-Rätselspiel, welches mir damals sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, dieses Ding hier, Little Inferno, ist von denselben Machern eben. Und damit auch schon wieder viel zu viel gelabert, aber das seid ihr ja mittlerweile schon gewohnt von mir. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal in die nächsten 10-15 Minuten dieses Spiels rein. Oder in die ersten 10-15 Minuten, wenn es denn überhaupt so lange ist. Ich habe, wie gesagt, absolut keine Ahnung. Gut. So, damit jetzt wirklich auch genug gesagt, los geht's mit Little Inferno. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem kurzen Einblick. Ah ja, okay, ja, natürlich ein neues Spiel. Wie gesagt, ich habe das Ding noch gar nicht gestartet gehabt, jetzt zum ersten Mal. Und ja, hier haben wir drei Schornsteine. Ja, wie gesagt, das Spielprinzip habe ich euch ja so im Groben erklärt. Was nehme ich denn? Ich glaube, ich bleibe bei der goldenen Mitte. So, dann wollen wir mal. Willkommen in der Spielwelt von Little Inferno. Ich glaube, viel mehr werden wir in diesem Spiel auch nicht sehen. Ein Kamin. Mit einem Hinweis. Zeige und halte dort, wo du ein Feuer machen willst. Was soll ich halten? Maustaste, Louis. Aha. Okay. Cool. Ich habe Feuer gemacht. Hier, Tom, egal. Okay, so viel dazu. Okay, also der Hintergrund, dieses Ding hier sieht schon mal sehr stark und sehr verdächtig nach World of Goo aus. Aber gut, das soll mich jetzt mal nicht interessieren. Ja, und was soll ich jetzt hier... Kann ich hier das Stück Papier anzünden? Das wäre doch mal super. Ah ja. Ja, und... Was zum Geier? Ist das mein Inventar? Hier habe ich wohl einen Brief oder ein... Ja, Kuvert zumindest bekommen. Gratulation! Zum rechtmäßigen Erwerb deines brandneuen Little Inferno Entertainment Fireplace. Ja, ich danke schön. Wir haben jeden Kamin mit Liebe gefertigt, um dein Zuhause zu wärmen. Und dein Herz. Oh, ist das nicht süß. Oh, da, irgendwie läuft mir gerade ein Schauer über den Rücken. Ich weiß, ich habe keine Ahnung warum. Okay. Halte dich warm da drinnen. Was zur Hölle? Was mache ich hier eigentlich? Wer bist du? In Liebe? Miss Nancy. Okay, hat sich das auch erklärt. Wer ist Miss Nancy? Was zum Henker? Okay. Tomorrow Corporation. Ja, das ist die Spielefirma auch, die hinter diesem Spiel steht. Ist wahrscheinlich so eine Tutorial-Dingens hier. Kann ich den auch verbrennen? Ah ja. Oh, was ist das denn? Oh, ich habe Kohle erhalten. AGPs?
AGBs, ja, AGBs, ziemlich. Ach so. Ach, oh, hier. Feuer, Feuer. Komm, brenn. Sehr schön. Ja, ich muss sagen, an Spannung ist das Ding nicht zu überbieten. Oh, 16 Münzen. Wofür eigentlich? Oh, kann ich. Ich hoffe, ich kann jetzt wieder Feuer machen. Also die AGBs kann ich auch absolut nicht lesen hier. Keine Chance. Ich versuch's zu. Nein, 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 geht nicht. Ja, dann werde ich die zwei auch nochmal hier ein bisschen zündeln. Okay. Ja, also was ich sagen kann, es ist auf jeden Fall mal was anderes. Das Spielprinzip ist neu. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und ein weiterer Brief. Ach du meine Güte. Hast du bereits all deine Sachen verbrannt? Naja, deinen Brief hätte ich jetzt noch, ne? Also. Das ist okay. Du kannst immer mehr kaufen. Hä? Mit deinem brandneuen Katalog! In Liebe, Miss Nancy. Liebe Leute, ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Ich bin gleichzeitig hochgradig verwirrt, als auch, ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Du bekommst einen Katalog. Ja, und nun? Kann ich den... Ach so. Oh, Kaminanzünder. Ach, sag bloß. Ah, okay. Das heißt, ich habe jetzt hier diverse Objekte zur Verfügung, die ich scheinbar verheizen kann. Super, was haben wir hier? Buchstabenklötze, optionaler Vulgärsprachenfilter für einfaches Erziehen. Das ist so geil. Gut, kaufe ich jetzt mal. Mais am Stück. Hergestellt aus einem vollkommen natürlichen, hoch angereicherten Fructose-Sirup. Auch als Treibstoff verwendbar. Na, das klingt doch gut. Was ist das hier? Little Inferno Sammler Poster. Aber hier habe ich einen. Ja, Wecker! Es war alles nur ein Traum. Ja, das hoffe ich doch. Was zur Hölle? Okay, mehr Kohle habe ich auch scheinbar gar nicht mehr. Dann kann ich hier hoffentlich zurück, ja? Ah, okay, das ist richtig hier mit Postversand oder wie? Das dauert alles so eine Weile. Ah ja. Interesting. Okay, dann platzieren wir das Ganze. Was ist das denn? Kann ich dich. Okay. Ja, so macht mir Murhum-Dingens auch Spaß. Hier Murhum schießen und so mit Spinnen und Anzündeln. Und hier jetzt die Blauglötze, ja. Die Blauglötze, die nicht ganz so blau sind. Ja, und alles mal schön hier aneinander. Und dann machen wir mal Feuerchen. Ah, brennt schon. Oh, Popcorn. Und der Wecker. Oh, wieder Spinne. Hier Spinne. Haha. Okay. Ich krieg echt Kohle fürs Verbrennen, oder wie? Ich raff's gerade überhaupt nicht. Ja, aber scheint so. Und ich krieg auch scheinbar ein bisschen mehr Kohle, als ich investieren muss. Ja, was auch Sinn macht eigentlich. Sonst. Oh, da ist noch was. Wieder 6 Münzen. Ja, jetzt haben wir schon 25. Was ein Spaß. Also ich sage euch, da steppt der Bär in diesem Spiel. Kann ich... Oh. Okay. Ja, die Physik ist eigentlich ganz gut, muss ich sagen, hier. Gut eingefangen. Hört das auch auf zu brennen? Ich gehe mal weiter shoppen hier. Was haben wir hier? Nicht meine Kreditkarte. Lass uns einkaufen gehen. Ja, gerne. Mit einer fremden Kreditkarte immer doch. Kaputter Magnet. Er scheint aus irgendeinem Grund kein Metall anzuziehen. Aha. Das? Schlafender Götze. Er scheint zu schlafen. Ja, nehme ich auch noch. Ah, verdammt. Ja, kann ich mir schon gar nicht mehr leisten. Außer hier nochmal. Ach, nochmal ein Wecker, komm. So. Okay. Ein Paket ist schon angekommen. Oh, da ist wieder eine. Hier, bleib stehen. Haha. Sehr schön. Kreditkarte ist angekommen. Der Magnet ist angekommen. Götzenfigur. Und der Wecker. Und ein Brief. Von wem ist der denn jetzt wieder? Wahrscheinlich wieder von... In Liebe, Miss, wie ist sie nochmal? Miss Nancy. Aber ich werde jetzt trotzdem erstmal hier nochmal Feuerchen machen. Die Kredit. Okay. Die Figur. Oh. Schläft jetzt nicht mehr. Interessant. Kohle. Alles meins. Was ist das? Was habe ich da denn jetzt eingesammelt?
Kann ich hier. Tomorrow Briefmarken. Verwende Briefmarken, um Lieferungen sofort zu erhalten. Klicke einfach auf den Versandkarton in deinem Briefkasten. Ach so. Ah, okay, das heißt, ich kann hier wahrscheinlich Expressversand, kann ich die Dinge einsetzen. Oh, da ist wieder eine Blub. Ich mag Spielen ja nicht, muss ich ehrlich gestehen. Also, ich habe jetzt nicht Bammel vor ihnen, aber ich mag es einfach nicht. So. Okay, wir haben 33 Münzen. Kann ich hier mal ein bisschen zur Seite. Oh. Bisschen zur Seite schieben das Ganze hier, die Asche. Ich mache jetzt mal die Briefe auf hier. Oh, das machst du so gut. Aber keine Sorge. Little Inferno ist nicht wie alle anderen Spiele. Also das unterschreibe ich jetzt schon mal blind. Ganz ehrlich. Es gibt keine Punkte. Es gibt keine Bewertung. Es gibt kein Zeitlimit. Mach einfach nur ein schönes Feuer. Ja, okay. Und halte dich warm im Leuchten deines High Definition Entertainment Produkts. Okay. Aber du kannst es nicht ewig machen. Ach, warum eigentlich nicht? Alles hat ein Ende. Ja, nur die Wurst hat zwei, schon klar. Aber warum? Hm. Halte dich warm, Miss Nancy. Ach, liebt sie mich jetzt nicht mehr? Hier, wo ist sie von wegen in Liebe? Hm, egal. Tomorrow Corporation, einmal mehr. Gut, hier dann, das bringt glaube ich auch Kohle, ne? Ja. Ja, zwei zumindest, zwei Münzen. Das passt schon. Und ein weiterer Brief. Was will sie denn jetzt von uns? Ach du Schande. Hallo? Ist da wer? Du kennst mich nicht, aber ich dachte, ich sollte dir sagen, es ist so kalt draußen. Ich bin ganz eingekuschelt vor meinem Little Inferno Entertainment Fireplace. Ja, ist das jetzt hier so eine Kamin-Fireplace-Kontaktbörse oder wie sehe ich das hier mit den ganzen Herzchen? Was? Leute, tut mir leid, das Spiel, es durchwirrt mich hochgradig. Es ist so angenehm warm, ich könnte für immer hier bleiben. Aha. Wie eine Made im Fettpolster, what the f... Ich meine eine fette Made im Speck. Von Sugar Plums. 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 PS, das ist für dich. Du bekommst ein Foto von jemandem. Irgendwie erinnert mich das gerade an einen Film, den ich kürzlich gesehen habe. Und zwar Mary and Max. Toller Film, kann ich nur empfehlen. Muss ich echt sagen. Sehr, sehr genialer Film. Wobei, besser als das Spiel bisher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin, wie gesagt, einfach nur sehr verwirrt. Es wäre jetzt gemein... Oh, hier, bleib stehen. Aha. Wäre wahrscheinlich sehr gemein, hier dieses Bild zu verbrennen, oder? Aber ganz ehrlich... Ich meine, mir wurde gesagt, ich muss mich warm halten. Ich muss ein Feuerchen machen, ja. Und ich habe ja auch wieder Kohle. Das heißt, ich werde jetzt hier mal weiter einkaufen. Oh, Batterien, ob das so eine gute Idee ist. Was ist das hier? Gewöhnliche Ziegel. Mit genug von denen kannst du eine ganze Stadt bauen. Ja, wie gut die brennen, ist eine andere Frage, ne? Antiki-Fackel. Sei vorsichtig und platziere sie nicht vor deiner Schilfhütte. Okay, ich werde dran denken. Hölzernes Fahrrad. Beschleunigt von 0 auf der Burner in 60 Sekunden oder weniger. Ach du Schande. Ja, nochmal ein Wecker hier. Ne, obwohl die Kreditkarte war auch ganz cool, glaube ich. Hier, die hat ja Scheine ausgespielt. Was? Dein Briefkasten ist voll. Bitte entledige dich einiger deiner Besitztümer, bevor du mehr bestellst. Oh, ich war zu aufgeregt. Ja, Wahnsinn. Also, ich habe gerade Adrenalinschübe. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So. Ja, ich frage mich immer noch, ob das mit den Batterien so eine gute Idee ist. Ich werde die jetzt mal hier Ziegelsteine hier mal einmauern. Okay. Die Antiki-Fackel. Hier, kann ich das Bild hier... Oh, die ist zerbrochen. Dammit. Okay, gut, das sieht doch nicht schlecht aus. Oh, da ist wieder ein Spinnchen. Zip. Kohle, 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 Kohle. So, gut, dann machen wir jetzt mal hier Feuer, ne? What the fuck? Ach, die Antiki-Fackel speit tatsächlich Feuer. Interessant. Hier fahren. Wow! Action satt! Ich glaube, das waren die Batterien. Und Kohle.
Oh, das Foto ist ja immer noch ganz. Okay, nee. Es war ganz. Gott. Wer kauft sowas? Ganz ehrlich, wer kauft sowas? Ich meine, ich freue mich ja darüber, ja? Also keine Frage. Aber. Ja, nee. Oh, ein weiterer Brief. Spannung, Spannung. Wer könnte das sein? Ist das wieder unsere neue Liebschaft, Sugar Plums? Hallo, ich bin es wieder. Es riecht so, als würde etwas brennen. Ach nee, ist nicht wahr. Hast du auch einen Little Inferno Fireplace bekommen? Nein. Es scheint so, als würde heutzutage jeder einen haben. Jeder, den ich kenne, hat einen. Und jeder, den ich nicht kenne, auch. Sachen verbrennen macht richtig Spaß. Aber sei vorsichtig. In der Bedienungsanleitung steht, es gibt noch etwas viel Gefährlicheres als Feuer. Ja, deine Briefe zum Beispiel. Aber ich habe sie verbrannt. Ja, das war so klar. Also werden wir es nie erfahren. Oh Gott, meine Stimme. Tut mir leid. Also ich glaube, ich kann das nicht so fortsetzen. Von deiner neuen Freundin. Sugar Plums. Ja, wurde ich da auch gefragt? Also hier habe ich irgendwie Mitspracherecht. Das wäre toll. Oh, Spinne und Brief. Blub. Sehr schön. Mehr Kohle. So, kann ich hier mal... Kann ich das mal zur Seite schaffen hier? Das irritiert mich etwas. Also ich weiß nicht, was es ist. Irgendwie... Wie soll ich sagen? Ich glaube, ich habe mich von einem Spiel noch nie derart getrollt gefühlt, als von diesem hier. Ich verwende das Wort Trollen zwar sehr, sehr ungern und sehr selten, aber... Ich weiß nicht, was ich sagen soll zu dem hier. Gut, ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter shoppen. Was hat's denn hier? Den Piraten. Spielzeugpirat. Es ist hart auf den sieben Weltmeeren eines gebräunten. Es ist hart auf den sieben Weltmeeren einen gebräunteren als ihn zu finden. Ach so, ja, gebräunter. Ja, ja. Du bist gleich richtig braun, denke ich. Nicht mein Familienfoto. Je länger du sie dir ansiehst, desto vertrauter wirken sie. Was zur Hölle? Instantblumen. Die Freude am Gärtnern ohne die Unannehmlichkeiten von Sonne oder Anstrengung. Ja, Blumen-Nerd 2.0, ne? Hier. Genau mein Fall. Glas mit Glühwürmchen. Du wirst es nicht morgens öffnen wollen. Ich verbrenne doch hier nicht Glühwürmchen. Naja, oder doch. Meine Fotos? Du kannst Fotos verbrennen, aber keine Erinnerungen. Ah, das... Ah, okay, das klingt schon mal nach... Egal. Was kann ich denn noch kaufen hier? Nochmal ein Holz... Nein, ich kann gar nichts kaufen, natürlich. Oh, ich bin so aufgeregt. Gut, öffnen wir mal hier den Piraten, den... Oh, der hat sogar kurz gesprochen, glaube ich. Naja, gesprochen ist gut, aber kann ich dich überall? Oh. Ja. Dann mein Nicht-Familienfoto. Kann ich den Piraten auch? Ja, könnte ich. Kann ich es auch drauflegen? Ja, kann ich auch. Sehr gut. Die Instant-Blumen. Und die Glühbirnchen, die ich sehr ungerne. No! No! Ich hab's zerbrochen! Goddammit! Ah, Jesus. Ja, gut, dann werde ich das Ganze mal anzünden hier. Oh, die Blumen. Ja, nee, ist klar, ne? Die wachsen bei Feuer. Oh Gott. Nee, also ganz ehrlich, Leute. Mal von dem Zug hier abgesehen, der hier vorbeifährt. Der wahrscheinlich noch um einiges interessanter ist als das Spiel an sich hier. Ich habe keine Ahnung, was es mit dem Ganzen auf sich hat hier. Hat das Spiel irgendwie einen höheren Sinn? Habe ich irgendwas noch nicht... Ist ja doch irgendwie eine Story in Form von diesen Briefen vielleicht. Was hat's denn hier eigentlich? Ach, das stimmt, apropos Briefe hier. Ich bin es wieder, haha! Ich habe bereits mein ganzes Zeugs verbraucht. Oh. Würdest du mir etwas schicken? Wenn du mir keine Briefe mehr schickst, sehr, sehr gerne. Ich brauche mehr Glühmehl... Oh, du Bastard. Du kleines... Zieh ein Glas mit Glühwürmchen. Das kann ich schon. Kann ich ja normal lesen, sorry. Zieh ein Glas mit Glühwürmchen für mich direkt. Nein, okay, das war doch von ihr gelesen, aber egal jetzt. Mich direkt für mich. Ja, direkt in diesen Umschlag. Okay, danke. Das heißt, ich muss jetzt Geld für die Sugar Plums ausgeben. Sehr schön. Aber ich werde jetzt mal gucken hier. Meine Fotos. Ja, das hatten wir schon. Oh, ich kann ja tatsächlich eigene Fotos auswählen. Ich glaube es nicht. Ist ja cool. Hier nehme ich ein Spielfoto. Von einem anderen Spiel, welches ich gezockt habe, länger mal. Was habe ich hier? Spinneneier. Eine ganze Generation in deinen Händen. Aha. Okay. Kauf
ich nochmal. Nein! Ach, verdammt nochmal. Die mit ihrem verdammten Glühwürmchen. Ach, die muss ich jetzt auspacken, ne? Ja, natürlich. So, hier, und jetzt lass mich in Ruhe. Nachricht verschickt. Ich komme mir echt vor wie so eine Feuer-Single-Börse hier. Meine Güte. So, dann kann ich jetzt nochmal. Man kann ja selbst nochmal Glühwürmchen kaufen hier. Ich bin entzückt. Ach ja, genau, hier das Spielfoto. Falls ihr euch fragt, das ist ein MMORPG gewesen, welches ich 2-3 Jahre lang gezockt habe. Völliges Schwachsinnsspiel, buggy ohne Ende. Ist wie ein Unfall, also man will weggucken oder nicht spielen, aber man kommt einfach nicht weg davon. So, dann die Glühmilch. Diesmal mache ich die nicht kaputt. Hier, bleibt stehen. So. Ja. Geht hin. Oh, oh, Spinnen. No, 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 Spinnen. Burn. Burn! Yes! Hält dich auch. Oh! Und einmal mehr Kohle. Sehr schön. Ach, hier ist auch noch Kohle. Also, dass das Spiel durch die USK gekommen ist, hier mit Tierquälerei und so, wundert mich doch etwas. So, okay, ein weiterer Brief. Okay, danke für meine neuen Glühwürmchen. Jeder einzelne war wie ein kleiner Wunsch. Zum Dahinschmelzen. Ja. Ich habe sie freigelassen, um zu sehen, wohin sie fliegen. Aber sie sind alle verbrannt. Wir wussten, dass sie nicht ewig leben würden. Ich kann das nicht. Oh, ich habe dir was besorgt, okay? Es ist angehängt. Blättere einfach durch diesen Brief. Blättere ihn. Noch einmal. Okay, hier ist es. Ey, ganz ehrlich, Leute. Ich fühle mich echt, ich fühle mich einfach nur getrollt von diesem Spiel. Es ist für dich. Du bekommst ein Papierherz. Oh mein Gott. Ja, hier. Mach's dir gemütlich, Herzchen. So. Oh, 20 Euro. Oh, ja, das war mal richtig, das hat's mal richtig gebracht hier. So, okay, ich werde auch bald mal Schluss machen. Ich sehe einfach den Sinn dieses Spiels bisher nicht. Was war denn das jetzt eigentlich? Was habe ich jetzt gekauft hier? Den Partybus. Brumm, brumm. Wohin es geht, das weiß nur der Busfahrer. Okay. Bankrottbank. Vergibt Scheindarlehen seit den späten 80ern. Ich meine, der Humor ist nicht schlecht von den Dingern auch hier, von den Gegenständen. Aber wie gesagt, an sich ist mir einfach das Ganze nicht so wirklich bewusst, was ich hier... Nein, eine Katze. Nein, 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 eine Katze werde ich hier nicht. Ich glaube, ich habe jetzt einen Hund gekauft. Würde ich auch nicht verbrennen. Ja, hier, keine Sorge. Aber, also ist ja ohnehin nur ein Bild, aber auch als Bild will ich keine Katze. Egal, ich glaube aus dem Dings komme ich jetzt nicht mehr raus. was sonst? Was wollte ich jetzt eigentlich noch? Ach ja, hier nochmal die Blümchen und dann für 5 nehme ich nochmal den Wecker. Kann ich gar nicht, natürlich, weil mein Postfach voll ist. Okay, der Partybus. Das sieht aber auch etwas creepy aus, ne? Oh, oh, bleib stehen. So, hier die Bankrottbank. Die würde ich gerne daneben platzieren und umdrehen. Kann ich dich nicht umdrehen? Ah, perfekt. So, den Bus direkt bevor. Das Hundefoto. Ja, es tut mir leid, also bist du eigentlich ein Süß... Naja, wohl. ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gegen Hunde. Ich mag sie nur nicht sonderlich. So. Oh, Spinne. Dankeschön. So, und jetzt mal hier Feuer gemacht. Ach du Scheiße. Wow. Okay. Oh, das gibt aber gut Kohle hier. Holy crap. Ja, liebe Leute, ich... oh, ja. Unsere geliebte Sugar Plums. Was? Little Inferno ist voll mit Geheimnissen. Und ich habe gerade eins gefunden. Aber keine Angst, ich werde es dir nicht verraten. Das würde alles verderben. Oh mein Gott. Aber es ist wirklich unterhaltsam. Okay, ich werde es dir nur... Okay, ich werde es dir... Ja, liebe Leute, ich glaube, ihr könnt mich nach diesem Let's Play Along in die Klappe einliefern. Okay, ich werde dir nur etwas zeichnen. Ja, Wecker und Blumen. Und dir sagen, du darfst diese zwei Dinge niemals zusammen verbrennen.
Hahaha, psst. Und es gibt mehr. Mehr Kombinationen, als jemals aufgeschrieben werden können. Ich will nicht mehr. Oh Gott, in Liebe. Sugar Plums. Ja, brenn du mal schön. Wobei, Moment, ich hab vergessen. Nee, egal. Was war das jetzt hier? Wecker und Blumen. Ich glaube, das werde ich jetzt noch machen und dann mache ich hier Schluss, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. So. Wecker, Blumen, zurück und warten. So, okay, da ist der Wecker. Aber inwiefern soll das eine Kombination? Und was soll mir das bringen? Was soll das überhaupt? Was soll dieses Spiel? Ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, es ist sicher nicht schlecht, wenn man einfach nur ein bisschen relaxen möchte. Das glaube ich sofort, ja. Oder einfach nur ein bisschen rumzündeln oder hier ein paar Spinnen verbrennen. Ja, wer das auch gerne macht. Kein Thema, keine Frage. So, hier die Instant-Blumen. So, und jetzt werde ich beides mal... What? Frühlingserwachen-Kombo. Ach so, Wecker und Frühling-Blumen. Ah, ja, okay, Frühlingserwachen-Kombo. Interessant. Dafür habe ich bekommen... Oh, zwei Briefmarken und Kohle. Ja, schön. Ne? Oh, ich kann den noch rumwerfen und kann wahrscheinlich auch die Spinne damit... Ah, ja, wie gesagt, oh, nochmal eine Briefmarke. So für 15 Minuten zwischendurch, ja, einfach mal so ein bisschen rumzündeln, ohne irgendwie nachdenken zu müssen, ohne irgendwas. Okay, why not? Aber für mehr? Ganz ehrlich? So, ich werde jetzt hier den letzten Gegenstand noch kaufen, den Fernseher. Und, was habe ich hier? Was ist das denn? Oh, Moment, habe ich einen zweiten Katalog? Total abgedrehte Spielsachen. Finde zwei mehr Kombinationen. Oh, okay, da könnte das, okay, da wird mir auch ein Pfeil angezeigt. Da könnte das Element jetzt, Denken hinzukommen. Wir gucken mal. Fahrrad-Piraten-Kombo, nicht meins Kombo. Frühlingserwach, ach, die haben wir gerade. Generationen-Kombo, Kreditgeber-Kombo, Filmabend-Kombo. Aha. Ah, okay, und ich muss, Kombos, ja, Kombinationen freischalten, um einen, um den nächsten Katalog zu erhalten. Wie viel hat's hier? 2, 3, 4, 7 Stück. Ah, okay, so gesehen könnte das Spiel doch etwas länger dauern. Ja, was ist das jetzt hier? Warum wir den Pfeil hier angezeigt? Achso, weil ich das Express versand. Ja, mach ich jetzt mal hier. So, wupp. Ah, okay, alles klar, jetzt haben wir den Fernseher. Oh, wie cool ist das denn? Das ist eine coole Idee, da sehe ich das eigene, also den eigenen Bildschirm. Cool, aber ich werde dich trotzdem ins Anzünden. Burn. What? Burn. Ja, geht doch. Bam. Okay. Ja, ich werde jetzt noch eine Combo hier machen, beziehungsweise beide noch ganz kurz. Fahrrad-Piraten-Combo. Ja, das muss doch, das ist doch eigentlich easy going hier, ne? Und was war das andere? Nicht meins. Nicht meins Kombo. Wo war das hier mit nicht meins? Genau, nicht mein Familienfoto. Und irgendwas war das noch hier mit nicht meins. Buchstaben, nein. Kreditkarte. Nicht meine Kreditkarte, genau, da haben sie es. Gut. Dann werde ich die zwei Kombinationen jetzt noch machen. Oh, krieg noch mehr Kohle. Und dann werde ich in den zweiten Katalog noch kurz reinschalten und dann werde ich immer Schluss machen. Ich habe keine Ahnung, inwieweit das irgendwie Sinn macht, ob da irgendwie mehrere Briefe auch noch kommen in Zukunft von unserer geliebten Sugar Plums von Miss Nancy. Ich habe keine Ahnung. Wir lassen jetzt den Piraten mal Fahrrad fahren hier. Kann ich dich da rauf? Oh. Ich will dich da... Ja, perfekt. So, hier. Ja. Ja, Fahrrad-Piraten-Kombo. Ja, alles. Oh. Das sah nicht gut aus. Okay. Und hier habe ich schon wieder eine Spinne gesehen. Jawohl. Gut, dann jetzt die zweite Kombo. Kann ich das einfach so reinwerfen hier? Jawohl, nicht meins Kombo. Was gehen wir? Oh, das brennt aber gut hier. Hey, hey, hey. Okay. Ja, liebe Leute, ich würde sagen... Oh, das kann man auch richtig schön rumwerfen. Also wie gesagt, Physik an sich ist ja wirklich toll und so, aber... Einfach der Sinn des Spiels ist mir nicht so ganz klar. So, und ich kann jetzt wahrscheinlich hier... Stell dir sicher, dass du einen Katalog gekauft hast? Naja. Hab ich doch. Hab ich was...
Haben wir das gesehen hier? Oh. Ja, wie mir auch angezeigt. Little Inferno Sammler Poster. Gerahmte limitierte Edition des Posters. Könnte einen Wert verlieren, wenn es verbrannt wird. Oh, really? Seriously? Ja, das ist auch noch Ansprüche stellen, das Spiel hier. Oh, Spinne, Blob. So, okay, dann hier in die letzte Glut. Nein, ich habe das ausgedrückt. Nein. Egal. Das brennt ja fix. Und ein weiterer Brief. Oh, hier ist Action satt. Man kommt zu gar nichts hier. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt hier schon wahrscheinlich 20 Minuten oder so aufnehme. Es ist wirklich, es ist wie so ein Unfall. Man möchte, man möchte wegsehen, man möchte aufhören zu spielen, aber es geht einfach nicht. Oh, wichtige Wettermeldung. Leute, es bleibt weiterhin kalt. Der Schnee wird dichter und dichter. Jeder Tag ist kälter als der vorherige. Das kann nicht ewig so weitergehen. ja, witzig, ne? Also macht ein schönes Feuer und haltet euch warm. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken. Über der Stadt. Der Wettermann. Ja, vielen Dank für diese Meldung. Das heißt, es soll hier kalt bleiben. Aber wir haben ja genug zu verheizen. So, und jetzt müsste ich doch eigentlich... Ein neuer Katalog ist verfügbar für 75 Münzen. Yay! Und ja, ihr seht wahrscheinlich schon, worauf das Ganze hinausläuft. Wir haben neue Gegenstände. Nun zum Beispiel den Stofftier-Waschbär. Er ist so knuddelig und liebenswert. Man muss ihn einfach umarmen. Es könnte Tollwut enthalten sein. Yes! Halsgebläse. Jetzt aus 30% trockenerem Holz hergestellt. Eichhörnchenpfeife. Der erhabene Klang der Natur. Nur einen entschlossenen Griff entfernt. Oh mein Gott. Ach, okay, den Rest kann ich mir nicht ansehen, weil ich... Okay, jetzt muss ich mir alles noch freischalten. Oder müsste ich, ja. Aber, liebe Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt hier ganz getrost und mit ruhigem Gewissen Schluss. Ich habe keine Ahnung, was Menschen dazu bewegt, ein derartiges Spiel zu programmieren. Es ist anders, es ist Indie, es ist innovativ. In irgendeiner Form und Weise. Spinne, bam. Aber ganz ehrlich, braucht die Welt sowas? Nein. Also das glaube ich nicht. Kann es Spaß machen? Ja, wahrscheinlich doch. Irgendwie, so ein bisschen. Bezogen auf die Kombinationen wahrscheinlich, diese rauszufinden. Ich glaube nicht, dass alle so leicht sind, wie jetzt hier die ersten zwei, drei, die wir kurz hier gesehen haben. Vielleicht entwickelt sich ja doch auch noch eine Art Story mit den ganzen Briefen, ob da noch weiter was kommt von Sugar Plums und so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich... Oh, schon wieder eine Spinne. Ja, die kommen ja... Oh, eine Briefmarke. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwann mal anders werden wird, ob wir vielleicht mal eine neue Location sehen, was ich allerdings bezweifle. Aber ja, das soll euch ja auch eigentlich auch nicht mehr wirklich tangieren. Mich sowieso nicht, denn ich werde jetzt hier Schluss machen. Ist viel zu lang geworden eigentlich. Wollte ich gar nicht so lange. Aber ja, wie gesagt, es ist auch wie so, kennt ihr das, wenn ihr einen Film seht, so nach 20, 30 Minuten und ihr wollt eigentlich gar nicht mehr weitergucken, weil der Film vielleicht langweilig ist, weil nichts passiert und so. Aber ihr guckt weiter, weil ihr einfach der Überzeugung seid, da muss doch noch was sein. Da muss doch irgendwas noch kommen. Ja, genau das war hier auch der Fall. Viel mehr ist jetzt nicht gekommen. Deshalb werde ich mich dazu jetzt auch zwingen, hier Schluss zu machen, sonst sitze ich wahrscheinlich in 2 Stunden noch und warte noch auf irgendwas Spektakuläres oder was auch immer. Charme hat es auf jeden Fall, das Spiel. Wer es von euch zocken möchte, nur zu. Wie gesagt, ich würde mir selbst das Ding wahrscheinlich eher nicht besorgen. Aber es ist schön, ich freue mich, hier mal einen Einblick erhalten zu haben. Und ja, liebe Leute, ich wünsche euch was. Ich wünsche euch einen kuscheligen, warmen Abend oder Nacht oder Tag, was auch immer. Macht euch ein schönes Feuerchen, bitte nicht direkt in der Wohnung, zündet nicht irgendwie die Vorhänge oder sonstiges an. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Along oder Let's Play oder was auch immer. Und bis dahin, ja, habt eine schöne Zeit, macht's gut, ciao, ciao.